Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Sina und heute habe ich eine schöne Yoga-Sequenz für dich, vor allem nach der Arbeit. Also wenn du lang saßt oder wenn du ein bisschen Stress hast, vielleicht auch im Auto saßt, die Schulter nach vorne viel waren, ja, dann tut dir das heute gut. Ich empfehle dir, dass du entweder ein so mittelgroßes Handtuch nimmst als Hilfe. Ich habe heute ein kleines Handtuch fürs Knie. Ja, und habe einen Gurt. Also falls du einen Yoga-Gurt zu Hause hast, dann ist das heute auf jeden Fall hilfreich. Aber ein Handtuch oder auch zum Beispiel, ich habe auch schon einen Pulli genommen oder ein T-Shirt, das funktioniert auch fantastisch. Ja, so. Heute ganz entspannt. Wir fangen mit ein bisschen Release für den Nacken an und ein bisschen ankommen. Denn wenn ich eins kenne, dann ist es auf jeden Fall, wenn der Nacken nicht glücklich ist. Dann lass die Schulter nach hinten unten sinken. Schließ ruhig die Augen und komm mal kurz an in der Ruhe. Also vielleicht kommst du gerade eben aus einem Arbeitstag, saß eben lange. Und schenke dir einen Moment nach innen kehren und Ruhe. Lass die Gedanken sich ein bisschen setzen. Stell dir ein bisschen vor, als wäre dein Inneres ein Glas Wasser mit ein bisschen Dreck drinnen. Und wenn du das gerade geschüttelt hast, dann ist alles durchgewirbelt. Und wenn du aber dieses Glas Wasser dann hinstellst und abwartest, fängt langsam an, der Strudel sich zu beruhigen und die Erde sich abzusetzen. Und das Wasser wird langsam klar. Und genau so kannst du dir Meditation vorstellen. Am Anfang noch alles ganz aufgewühlt ist und umso länger du sitzt, umso mehr du deinem Atem die Aufmerksamkeit schenkst, anstatt deinen Gedanken. Umso mehr setzt sich die Erde ab und deine Gedanken, dein Sein wird wieder klarer. Und ruhiger. Na schön. Und dann lass ruhig die Augen geschlossen und ohne Kraft lass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter sinken. Langsam dreh dein Kinn zur Brust nach vorne. Und dann lass dein linkes Ohr zur linken Schulter sinken. Und dann ganz ohne Kraft mach das ein paar Mal hin und her. Wirbelsäule bleibt lang und nur der Nacken massiert hin und her. Dann, wenn du dreimal auf beiden Seiten warst, mit dem Atem unterstützt, ohne viel Kraft, wirklich nur die Schwerkraft nützt. Langsam den Kopf wieder in die Mitte und Wirbel für Wirbel roll ihn nach oben. Öffne langsam die Augen, heb die Arme über deinen Kopf, zieh dich lang, nimm das Tempo ruhig raus und dann die Hände zum Herzen und schenke dir einen Moment Ruhe. Und dann greif die Hände hinter deinem Rücken, Ellenbogen zusammen, roll die Schultern tief und dann heb dein Herz. Und jetzt beug die Ellenbogen und zieh die Faust auf deine rechte Hüfte. Roll die Schultern tief und lass nochmal das Ohr nach links fallen. Natürlich deine linke Hüfte. Ich versuche zu spiegeln, da bin ich nicht immer so gut drin. Und dann aber zieh nicht, sondern lass nur die Schultern tief sinken und die Schwerkraft. Gleichzeitig öffnest du hier die Schulter und kriegst wieder Länge in deinem rechten Arm. Liebe diesen Release. Könnte das den ganzen Tag machen. Dann lass den Kopf langsam nach vorne wieder rollen. Löse deine Hände, zieh sie wieder nach hinten, als ob sie noch gegriffen.
und das nach hinten ziehen, hebt den Kopf wieder nach oben. Und dann beug die Ellenbogen und bring die Faust auf deine linke Hüfte. Ist die rechte. Beide Seiten mal erwischen. Und dann lass deinen Kopf zur gleichen Seite fallen. Und atme richtig in die Öffnung in deinem Nacken, die Öffnung der Schulter. Und erlaube dir loslassen, erlaube Weichheit. Und dann lass den Kopf langsam nach vorne wieder rollen, Kinn zur Brust. Die Faust zieht dir nach hinten und hebt das Herz, deinen Kopf nach oben und dann release. Ha. Oh, fühlt sich gleich viel besser an. Nochmal ausschütteln. Es fühlt sich auch so an, als würde das Blut wieder richtig zurückkommen. Ist auch eine sehr handgelenksschonende Praxis heute. Komm nach vorne und wir steigen jetzt mit dem rechten Fuß nach vorne. Machen noch eine kleine Öffnung. Bring das linke Knie nach hinten. Das ist der Moment, wo du gerne, sind nicht lange da, aber ein Handtuch unter dein Knie legen kannst. Einfach nur zur Polsterung, dass du dich damit beschäftigst, dass dein Knie so unangenehm ist. Rechter Fuß ist vorne, Hände auf den Oberschenkel und dann schieb dich hier richtig schön raus. Schultern tief, schau auch, dass dein Gurt in der Nähe ist. Und einmal eine Öffnung hier in die Seite bringen. Dann heb deinen linken Arm nach oben, atme richtig schön lang und voll ein. Und dann lehn dich ein kleines bisschen nach rechts. Saug den Bauchnabel ein bisschen nach innen und öffne hier die ganze linke Seite. Du kannst dich auch hier ablehnen, abstützen. Genau. Schön lang ein. Und auf. Rein, tiefer Atemzug hier. Und sink zur Seite, so weit wie es geht. Arm fällt tief und kommt innen hier. Also auf die Fingerspitzen kommen oder auf die Faust, wenn die Handgelenke zum Beispiel nicht so glücklich sind. Vielleicht brauchst du jetzt einen Gurt zur Hilfe. Dann du schwimmst deinen rechten Arm zurück, beugst deine linke Ferse ran, holst dir den Fuß mit dem Gurt, dann kannst du hier so ein bisschen greifen und einmal die Vorderseite vom Oberschenkel aufmachen. Ja. Länge. Du hast mehrere Varianten. Ne? Du kannst den rechten Fuß auch noch ein bisschen zur Seite bringen und das Becken fallen lassen, aber trotzdem leichte Aktivität. Die Ferse zur Pobacke. Fingerspitzen eben hier als Variation oder vielleicht kannst du auch den Fuß so greifen. Dann langsam lösen. Dann bring die rechte Hand innen an den Fuß. Rechter Fuß läuft mehr zur Seite und dann lauf den linken Fuß langsam nach vorne. Zehen zeigen nach außen, komm kurz in Malasana. Bring die Ellenbogen innen an deinen Oberschenkel und find Länge. Schieb so ein bisschen die Füße. Das ist auch eine gute Variante davon. Ja, das funktioniert auch gut. Das ist ein toller Release für die Hüften, für den unteren Rücken. Und wenn es für dich sehr unangenehm ist, dann kann ich nur empfehlen, das öfter zu machen. Dann bring die Hände tief und steig mit deinem rechten Fuß nach hinten. Ja, dein Handtuch wieder unter das Knie platzieren, den linken Fuß wieder ein bisschen mehr nach vorne und dann hier wieder in die Öffnung kommen. Bring die Hände auf den Oberschenkel, schieb dich von dem Oberschenkel ein bisschen weg und lass aber trotzdem das Becken sinken, Nacken weich. Ja, diese Vorderseite aufmachen, die den ganzen Tag eher geknickt ist durch Sitzen. Deinen rechten Arm nach oben und dann lehn dich ein kleines bisschen nach links. Ohne einzufallen. Und dann Länge. Du kannst auch den Unterarm ablegen. Einfach ein bisschen Raum reinatmen in deine ganze rechte Flanke. Noch einmal. Richtig schön weit und voll werden. Und dann über vorne langsam tief. Hier auch wieder die Optionen mit der Hand. Was auch immer für dich gut geht, zieh deine rechte Ferse zur Pobacke und greif mit deiner linken Hand nach dem Fuß oder nimm das Handtuch oder den Gurt.
Dann kannst du hier so ein bisschen spielen. Ja, vielleicht möchtest du den linken Fuß ein bisschen nach links bringen, bringst du mehr Platz. Und geh so in den Stretch, dass du weiter atmen kannst. Ein tiefer Atemzug. Und dann löst langsam auf. Und dann bring den linken Fuß mehr nach links und steig mit dem rechten Fuß nach vorne zu deiner Hand. Komm nochmal in Malasana. Und dann kannst du hier bleiben oder komm mit mir mit und streck den rechten Arm aus. Linker Arm nochmal nach oben. Schöne Aktivität in die Füße. Atme ein und aus und schieb mit deinem rechten Arm so ein bisschen gegen das rechte Knie. Und dann wechsel, hier kurz einmal aufrichten, ganz stolz und groß. Und dann linke Hand nach vorne, Fingerspitzen auf den Boden. Hebe den rechten Arm weit nach oben. Mal weit werden, atme ein, Aktivität in die Füße. Gehen gleich auf den Boden und entspannen. Atme aus, komm zurück, sehr schön. Und dann lauf dich zurück. Leg dein Handtuch zur Seite, dein Gurt zur Seite und dann komm auf deinen Bauch. Kurz mal die Hände unter die Stirn, leg die Stirn ab und atme ein paar Mal ganz tief in den Bauch. Ja? Das releast deinen unteren Rücken und beruhigt das ganze System. Ein tiefer Atemzug in den Bauch, ganz tief. Und spür, wie dadurch dein unterer Rücken ganz weit wird. Und dann rappel dich langsam auf. Bring die Ellenbogen unter die Schultern. Ja, für die Sphinx. Das ist eine schöne Übung für die Brustwirbelsäule. Bauch ist weich. Und so einen kleinen Lift und dein Herz zieht nach vorne oben. Matte unter dir nach hinten ziehen, atme ein. Und jetzt mit der Ausatmung schieb in die Matte, werd ganz rund, Kinn zur Brust. Und aus der Brustwirbelsäule, atme ein, heb das Herz nach oben, zieh die Schulterköpfe nach hinten und heb dein Herz. Mit der Ausatmung werd rund, sehr gut. Nochmal, Bauch sinkt, atme ein. Und aus, sehr schön rund. Atme ein, heb nochmal, Bauch ist aktiv. Und dann sink tief, leg dich ab nochmal, Hände unter die Stirn. Du kannst auch gerne ein Ohr zur Seite auf die Matte legen, wenn das angenehmer ist. Dann wenden wir auf den Rücken und schau, dass du deinen Gurt oder dein Handtuch in der Nähe hast. Hier einfach einmal umdrehen, zack, auf den Rücken legen. Oh, ist das schön. Du nimmst deinen Gurt, machst eine große Schlaufe, platzierst deinen rechten Fuß im Gurt und streckst das Bein nach oben aus. Das ist ganz egal, wo das landet. Stell ruhig erstmal den linken Fuß auf. Schulterblätter sind tief, Nacken ist entspannt. Und dann versuch Länge durch die Rückseite zu bekommen. Und öffne nur ein bisschen die Rückseite deines Beines. Und dann fang an, den linken Fuß auch auf der Matte entlang zu strecken. Wenn es ein kleines bisschen gebeugt ist, dann gib ihm ein bisschen mehr Platz, dass es vielleicht sogar streckt. Schau aber, dass du nicht zu hart arbeitest in den Armen. Dann greif mit beiden Händen, mit der rechten Hand beide Seiten von dem Gurt. Linke Hand kommt in deine Hüfte und aktiviere ein bisschen von deinem Center.
Und dann bring langsam das rechte Bein zur Seite, nach rechts, ohne dass du nach rechts kugelst. Und das ist so ein bisschen eine Aktivität, aber das öffnet die inneren Oberschenkel. Und schau auch hier, dass du nicht im Nacken, im Kiefer und wieder anspannst. Und dann bring langsam das Bein wieder zurück in die Mitte. Jetzt kommt einer meiner Lieblingsstretches, weil ich sie sehr selten mache, weil es gar nicht so angenehm ist, aber super gesund. Greif mit der linken Hand jetzt danach, rechter Arm neben dich und dann kreuze hier das Bein so ein bisschen, aber versuche, dass du nicht mitkugelst wieder, sondern dass deine rechte Hüftschaufel bleibt. Und wenn du magst, kannst du sogar noch so einen kleinen Bananenfuß machen und die ganze Außenseite von deinem rechten Bein öffnen. Noch zwei Atemzüge hier. Ja, du hast schon noch ein bisschen Aktivität, auch wenn du auf der Matte liegst. Aber vor allem loslassen. So eine leichte Aktivität in deinem Center. Noch einmal tief ein. Und aus. Dann bring das Bein wieder in die Mitte. Greife dann mit beiden Händen, zieh nochmal so weit wie möglich, ohne zu viel Anspannung. Und dann beug das Bein und lege es kurz zum linken Bein dazu und spür den Unterschied. So 10 cm Länge. Und dann stell beide Füße wieder auf. Zieh das linke Knie zu dir ran. Einmal hier den Gurt auf dem Ballen platzieren. Und dann streckt das Bein aus, da wo es halt hin mag. Und lass den Po ganz schwer, Nacken schwer, Schulterblätter schwer, nicht so viel Arbeit in den Armen. Und dann lauf langsam dein rechtes Bein entlang der Matte. Bring wieder diese sanfte Aktivität in deinen Körper. Und dann öffne die Rückseite deines Beines. Und denk immer daran, dass es nicht so wichtig ist, dass dieser Fuß irgendwann beim Kopf ankommt, sondern dass du liebevoll und lang arbeitest, dann passiert es irgendwann von alleine, dass es weiter aufmacht. 90 Grad, das heißt, dass du wirklich den Fuß senkrecht nach oben bekommst, ohne dass du zu viel mit dem Becken mitkommst. Das ist gesund. Das sollten wir können für eine gesunde Rückseite. Bei den meisten ist es aber eher hier. Und deswegen lass uns ganz sanft daran arbeiten, nicht mit zu viel Gewalt. Greif mit deiner linken Hand beide Seiten des Gurtes, rechte Hand in die rechte Hüfte, so zum Beschweren. Und dann öffne langsam das Bein zur Seite, entweder hier, heute da oder zur Seite. Schau, dass du nicht zur Seite kugelst, sondern dein Center aktiv bleibt. Zwei Atemzüge, auch dein Standbein, das rechte ist aktiv. Diese Haltung gibt es auch im Stehen. Als Balance. Mal tief ein. Und aus. Dann bring das Bein langsam wieder in die Mitte. Greif nun mit der rechten Hand nach dem Gurt. Linke Hand zur Seite. Gern die Handfläche nach unten. Und dann zieh das Bein ein bisschen nach rechts rüber. Kreuz sozusagen. Vielleicht auch ein bisschen weiter nach unten. Oh, ein bisschen nach oben. Hui. Und dann kannst du hier auch gerne nochmal den Fuß so ein bisschen sicheln, wie so eine Banane. Und dadurch auch das Außenband ein bisschen mitdehnen. Wenn du da Probleme hast, dann tu das nicht, sondern lass den Fuß ruhig lang. Und atme hier in die Flanke, in die Seite von deinem linken Oberschenkel richtig tief. Nochmal ein. Aus. Sehr schön. Dann komm langsam wieder in die Mitte. Löse. Leg den Gurt zur Seite, streck das Bein einmal aus. Sehr gut. Dann lass uns noch kurz in Happy Baby kommen. Beug die Beine zu deinem Brustkorb. Jetzt hast du drei Optionen. Innen an den Knien vorbei greifst du deine großen Zehen, Fußsohlen parallel zur Decke und die Knie rechts, links am Brustkorb vorbei. Das heißt Happy Baby, weil das ja Babys tatsächlich sehr viel machen. Oder du greifst an die Außenkanten der Füße und dann hier tief, sodass die Schultern offen sind. Wenn sich jetzt dein Brustkorb löst, dann kannst du hier, wie man bei uns in Bayern das macht, während der Wiesen einhackeln. Ja, bei deinen eigenen Knien kannst du auch die Hände greifen, Fußsohlen nach oben und du möchtest mit dem Rücken Richtung Boden
Fußsohlen Richtung Decke. Genau, und hier so ein bisschen den Rücken massieren. Wähl die Variante, ja, wo du auch entspannen kannst. Vielleicht magst du auch so ein bisschen hin und her, das machen Babys auch gerne. Und hier massierst du auch vor allem deine Organe, deinen Darm. Vielleicht kennen wir uns noch nicht so lange, aber wenn du mich kennst, ich rede da auch gerne drüber. Sehr wichtig für dein Immunsystem, für dein wirkliches Wohlbefinden und auch gleichzeitig den Rücken massieren. Dann komm langsam wieder in die Mitte, löst die Hände, bring die Beine zur Erde. Arme über deinen Kopf wie den Heiligenschein und dann die Beine langsam von rechts nach links, wie so Scheinwerfer. Nein, ich natürlich Scheibenwischer. Ah, ich bin zu entspannt. Oh, das ist ja das Schöne, den Yogalehrern tut das ja auch gut. Nimm ruhig das Tempo raus. Weicher werden. Und komm langsam wieder in die Mitte. Arme neben den Körper. Streck die Beine aus. Und dann gönn dir so ein richtig schönes Shavasana. Das Nervensystem runterfahren. Dem Körper das Signal geben zum Loslassen, zum Regenerieren, zum Heilen. Dein Körper heilt erst, wenn er nicht für dich arbeiten muss. Das heißt, wenn du Verletzungen hast, ob nun körperlich oder seelisch, wenn du ein bisschen krank bist, Ruhe, Ruhe heilt. Bleib hier unbedingt so lange liegen, wie es dir gut tut. Ja, alles zwischen 3 und 10 Minuten. Bleib gerne noch ein wenig liegen. Ignoriere mich einfach liebevoll. Und wenn du dann fertig bist, kommst du noch mal nach oben zum Sitzen. Da, wo du angefangen hast. Und vor allem nimm dir einen Moment des nochmal Wahrnehmens. Nochmal die Hände vor deinem Herzen zusammen. Verneige dich liebevoll vor dem wundervoll strahlenden Licht, das du bist. Und ein kleines Stück tiefer vor dem wundervoll strahlenden Licht in allen Lebewesen. Dann komm sanft zurück. Namaste. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und dass du vor allem dir Zeit genommen hast, ein bisschen runterzufahren, dir etwas Gutes zu tun. Das ist unendlich wichtig, denn wir können nur dienen, wenn es uns selbst gut geht. Ich freue mich auf nächstes Mal. Besuch mich gerne auf Instagram. Gib mir hier gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar oder teile das mit anderen, wenn es dir gut getan hat. Bis nächstes Mal. Danke dir.